Ja, herzlich willkommen zum neuen Teil. Und heute soll es Kirschlikör geben. Ich habe heute die ersten Kirschen gepflückt. Das ist eine helle Sorte, die werden nicht dunkler, aber die sind voll aromatisch. Und um diesen Kirschlikör zu bereiten, müssen die Kirschen mal alle so angeritzt werden, damit der Alkohol die Aromen richtig rausziehen kann und in den Kirschlikör übergeht. Ich erspare euch jetzt das ganze komplette Anritzen der Kirschen zu zeigen. Ihr könnt das sehr gut nachvollziehen, das weiß ich. Gut, deswegen mal einen kurzen Schnitt. Gut, die Kirschen sind jetzt im Wesentlichen alle mal angeschnitten. Was braucht man zum Kirschlikör? Einmal diese 750 Gramm von den Kirschen, die jetzt angeschnitten sind. Die kommen in den Gefäß rein hier. So, und auf jeden Fall brauchen wir dazu dann geschmacksneutralen Alkohol, Wodka, Korn, Doppelkorn, so in dieser Richtung was, und zwar für die 750 Gramm Kirschen brauchen wir eine Flasche von Doppelkorn oder Wodka. So, habe ich hier und dann schütte ich die mal gleich oben drauf. So, ich kann die weg. Und dann kommt ein halbes Glas einfachen dünnflüssigen Honig da rein. Das Ganze wird jetzt gerührt, bis der Honig sich aufgelöst hat. Ja, das geht schon gut. Ist aufgelöst. Gut, dann Gewürze. Und zwar, da habe ich hier zwei Nelken. Die kommen rein. Und Zimtpulver. Man kann auch Stangenzimt nehmen. Ich fülle das alles in so einen Teebeutel rein. Dann brauche ich das später nicht kompliziert durchzufiltern alles. Es reicht, dass die Aromen gut wirken. Das Ganze mit zum Einfrierbeutelclips zugemacht und nochmal durchgerührt. So, dieser Ansatz muss jetzt für 7 Wochen stehen bleiben. Ja, warum 7 Wochen, werdet ihr fragen. Steht im Rezept halt so drin. Ich habe mich immer daran gehalten, es hat sich bewährt. Das wird gesagt, durchfiltern. Die Kirsche noch ein bisschen auspressen, kann man machen und dann in Flaschen füllen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.